Ja, ich möchte Sie herzlich begrüßen zur heutigen Medienkonferenz zum Thema langfristige Raumentwicklungsstrategie. Wir haben drei Mitglieder vom Regierungsrat hier dabei: den Baudirektor Markus Kegi, den Volkswirtschaftsdirektor Ernst Stocker und den Direktor für Justiz und Inneres, das mal natürlich eher als Innere, Martin Graf. Raumentwicklung ist als ein Querschnittsthema zu verstehen, das alle Politikbereiche umfasst und ist eine Aufgabe von den letzten 2,5 Jahren unter der Leitung vom Amt für Raumentwicklung zusammen mit verschiedenen Direktionen und Amtsstellen, die langfristige Raumentwicklungsstrategie zu entwickeln. Und jetzt haben wir es vor uns. Das ist ein reichhaltiges Werk, wo wir noch gewisse Details werden uns vertiefen können, wo Sie aber vielleicht auch noch das Jahr durch wird begleiten. Es hat wirklich sehr viele sehr interessante Themen drin. Ich würde jetzt gerne zum Anfangswort dem Baudirektor, Markus Kegi, weitergeben. Danke vielmals, Susanne. Sehr geehrte Damen und Herren, der Schlussbericht zu LARES, wie die langfristige Raumentwicklungsstrategie in der Kurzform heisst, haben Sie in Ihren Medienmappen. Sie verstehen sicher, dass man bei einem so umfangreichen Dokument nicht jeden Aspekt im Detail ansprechen können. Aber wir möchten Ihnen in den kommenden Minuten einen Überblick über die langfristige Raumentwicklungsstrategie verschaffen. Ich werde darum zuerst den Deckpunkt präsentieren. Mein Regierungskollege Ernst Stocker und Martin Graf gehen danach auf ein paar konkrete Beispiele und auf die Studien ein. Sie sehen auf der Folie die Schlüsselfrage, wo sich bei der langfristigen Raumentwicklungsstrategie alles darum dreht und wo im Schlussbericht auch beantwortet wird. Wie können wir das Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum nutzen, um die hohe Standort- und Lebensqualität weiterzuentwickeln, die der Kanton Zürich heute auch auszeichnet tut. Wie ein Kompass zeigt die LARES in dieser dynamischen Zeit die Richtung für das kantonale Handeln in der Raumentwicklung auf. Auch die zukünftigen Generationen sollen die Qualitäten, die Vielfalt und Besonderheiten des Kantons Zürich wahrnehmen können. Aber wieso brauchen wir überhaupt so einen Kompass? Und wieso ausgerechnet jetzt, wo doch der Kantonsrat im März 2014 mit grossem Mehr den kantonalen Richtplan festgesetzt hat? Meine Damen und Herren, der Kanton Zürich hat in den letzten Jahren ein sehr starkes Wachstum erfahren. Zwischen 2008 und 2013 ist die Bevölkerung um rund 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner gewachsen, was etwa die Grösse von der Stadt Winterthur entspricht. Auch für die nähere Zukunft sind steigende Bevölkerungszahlen prognostiziert. Gemäss dem Statistischen Amt vom Kanton Zürich wird die Bevölkerungsanzahl bis ins Jahr 2040 auf 1,7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner in unserem Kanton ansteigen. Das sind rund 280'000 oder 20% mehr als heute. Gleichzeitig verändert sich die Bevölkerung und auch die Wirtschaftsstrukturen. Die Bevölkerung wird älter und durchmischter. Migrationsbewegungen tragen zu einer Internationalisierung bei. Der Lebensstil und die Haushaltsstrukturen werden sich verändern. Gewisse Wirtschaftszweige werden wachsen. In anderen Branchen nimmt die Zahl der Beschäftigten ab. Die starke Dynamik bietet auf der einen Seite Gestaltungsmöglichkeit für die Raumentwicklung. Die Nachfrage nach Raum für Wohnen, Schaffen bietet an vielen Orten im Kanton Zürich Gelegenheit, Quartier und Räume zu erneuern, attraktiv zu gestalten und die Infrastruktur auch weiterzuentwickeln. Auf der anderen Seite stellt das Wachstum den Kanton auch vor grosse Herausforderungen. So zum Beispiel gesteigert Mobilitätsbedürfnis und der erhöhte Bedarf an sozialen Infrastrukturen und damit verbundene Folgen für die kantonale Finanz. Herausforderungen, die sich schon heute abzeichnen. Die Beispiele verdeutlichen, eine zukunftsfähige Raumentwicklung zu gestalten, ist eine Querschnitts- und eine Gemeinschaftsaufgabe, die alle Politikbereiche tangieren.
Es braucht die direktionsübergreifende Zusammenarbeit und es braucht auch eine sinnvolle Aufgabenteilung mit den Regionen und den Gemeinden. Außerdem soll auch der Austausch mit den Nachbarkantonen und dem Bund aktiv gepflegt werden. Das sind Erfolgsfaktoren für eine wirkungsvolle Steuerung der kantonalen Raumplanung und Raumentwicklung. Vor diesem Hintergrund hat der Regierungsrat beschlossen, in der Legislatur 2011 bis 2015 die Erarbeitung einer langfristigen Raumentwicklungsstrategie für den Kanton Zürich an die Hand zu nehmen. Das ist unser Legislaturziel 8c. Und jetzt, meine Damen und Herren, liegen die Resultate vor. Die LARES zeigt auf, wie das erwartete Wachstum zu einer attraktiven Gestaltung des Lebensraums genutzt werden kann. An dieser Stelle will ich betonen, die langfristige Raumentwicklungsstrategie ist nicht dazu da, das Wachstum überhaupt erst zu ermöglichen, sondern die LARES bereitet uns darauf vor, was wäre, wenn das prognostizierte Wachstum tatsächlich eintreten würde. Der Zeithorizont ist dann auf das Jahr 2050 ausgerichtet. Damit liegt ein Betrachtungszeitraum vor, der weit über den Horizont von bestehenden Planungsinstrumenten ausschauen tut. Die langfristige Raumentwicklungsstrategie ergänzt den kantonalen Richtplan. Zielvorgaben aus dem Raumordnungskonzept, das heisst 80% des künftigen Bevölkerungswachstums, sollen in den beiden urbanen Handlungsräumen Stadtlandschaft und urbane Wohnlandschaft konzentriert werden. Die Zielvorgabe wird in die LARES aufgegriffen und mit Beispiel auch konkretisiert. Die langfristige Raumentwicklungsstrategie ist in einem direktionsübergreifenden Prozess erarbeitet worden. Ich muss auch da meine Kolleginnen und Kollegen rühmen, sie sehen da wirklich hundertprozentige Zusammenarbeit über alle Direktionen. Der Regierungsrat kann mit der LARES die raumwirksamen Tätigkeiten innerhalb der kantonalen Verwaltung direktions- und amtsübergreifend auf gemeinsame Ziele ausrichten. Das trägt zu einer besseren Abstimmung vom kantonalen Handeln und einem optimierten Ressourceneinsatz bei. So kann die LARES einerseits Grundlagen für künftige Richtplanrevisionen liefern, andererseits können wir aber auch anstehende aktuelle Entscheidungen in der Raumentwicklung auf ihre Übereinstimmung mit den langfristigen Zielen überprüfen. Auch Gemeinden und Planungsregionen ziehen einen Nutzen daraus. Die LARES verschafft ihnen Transparenz, weil sie aufzeigt, wie sich der Regierungsrat die räumliche Entwicklung des Kantons vorstellen tut. Außerdem sind Gemeinden und Planungsregionen bei der Umsetzung wichtige Partner und der Kanton ist mit ihnen im regelmäßigen Dialog und Austausch. Auf dieser Folie sehen Sie den Aufbau von der langfristigen Raumentwicklungsstrategie mit den 5 Kapiteln. Der Zweck, Kompass fürs kantonale Handeln und die Herausforderung, Bevölkerungswachstum und Folge daraus, kann ich bereits angetönt. Möchte ich kurz auf die räumlichen Qualitäten eingehen. Die Attraktivität von unserem Kanton basiert nämlich wesentlich auf seinen räumlichen Qualitäten. Um auch in Zukunft einen attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum zu sein, will der Regierungsrat die Qualitäten erhalten, aber auch stärken. Die folgenden 6 räumlichen Qualitäten sind entscheidend für die Lebensqualität und die wirtschaftliche Leistungskraft des Kantons Zürich. Heute und für unsere Zukunft. Der Kanton Zürich ist durch dicht Siedlungsgebiete mit urbanen Qualitäten prägend. In einer kurzen Zeit kommt man aus dem Raum in Gebiet mit ländlichem Charakter und attraktiven Naturlandschaften. Die Versorgung im Kanton Zürich ist ausgezeichnet, meine Damen und Herren. Dazu zählen die lokalen, die regionalen Einkaufs-, Bildungs- und Gesundheitsangebote und das breite Kultur- und Freizeitangebot. Und dazu zählen genauso die einwandfrei funktionierenden technischen Infrastrukturen wie die Energie- oder die Wasserversorgung. Der Kanton Zürich ist international, national und regional hervorragend erreichbar. Die Erreichbarkeit ist zentral für die international ausgerichtete, wettbewerbsfähige Wirtschaftsstruktur in unserem Kanton.
Zürich verfügt über eine hohe Konzentration von international ausgerichteten Bildung und Forschungseinrichtungen. Sie bilden zusammen mit den infrastrukturellen Rahmenbedingungen Grundlage für Innovation und Wissenstransfer. Der Industrie- und Finanzstandort profitiert von dieser Innovationskraft. Eine intakte Umwelt ist entscheidend für unsere Lebensqualität und der Kanton Zürich verfügt über ein gut funktionierendes Ökosystem. Die Vielfalt und die Qualität der Landschaftsräume ist trotz der Dichte an Infrastruktur und trotz der starken Bautätigkeit weiter hoch. Die Identität des Kantons, unter anderem von verschiedenen historischen, bedeutenden und kulturellen wertvollen Bauten und Siedlungen, ist auch davon geprägt. Und die kontinuierliche Siedlungsentwicklung mit regionalen Einheiten und für die räumliche Orientierung und die Identität der Gemeinden ist zentral. Der Regierungsrat will also das prognostizierte Wachstum nutzen, um den Raum zu gestalten und gleichzeitig die bestehenden räumlichen Qualitäten zu erhalten und zu stärken. Mit 7 Strategien zeigen wir auf, wie wir das bei raumrelevanten Themen in Zukunft auch umsetzen wollen. Im Rahmen der langfristigen Raumentwicklungsstrategie sind durch die kantonale Verwaltung verschiedene Studien erarbeitet worden, die als Basis für die Strategien dienen. Ausgewählte Ergebnisse dieser Studie sind im Schlussbericht als Blitzlicht dargestellt. Ich möchte die 7 Strategien kurz skizzieren. Ich fange mit der Strategie an, räumliche Entwicklungsmöglichkeiten für den Wirtschaftsstandort zu schaffen. Der Kanton Zürich sichert langfristig die räumlichen Rahmenbedingungen, um einen prosperierenden Wirtschaftsstandort mit einem vielfältigen Branchenmix zu bleiben und den wirtschaftlichen Strukturwandel auch erfolgreich zu bewältigen. Er ermöglicht die räumliche Entwicklung für den Wissensstandort, den Werk- und auch den Finanzplatz. Dazu gehört zum Beispiel, dass Logistikstandort gesichert und die Hochschulen sich weiterentwickeln können. Der Standort Zürich verfügt so auch in Zukunft über Arbeitsplätze von unterschiedlich qualifizierten Beschäftigten. Ein nächster Aspekt ist die natürliche Lebensgrundlage zu erhalten. Der Kanton Zürich sichert die natürliche Lebensgrundlagen wie Boden, Wasser, Luft und Biodiversität. Ein Boden mit seiner vielfältigen Funktion für den Mensch wird dabei besonders Sorge tragen. Außerdem wird eine effiziente und klimaschonende Energienutzung auch ermöglicht. Erleben Sie mir im Zusammenhang mit der Strategie natürliche Lebensgrundlage erhalten einen kurzen Exkurs anhand von einem vorher erwähnten Blitzlicht, also einem Ergebnis von einer Studie für den Schlussbericht, der dort gemacht worden ist. Die Landwirtschaft erbringt vielfältige Leistungen für die Einwohnerinnen und Einwohner von unserem Kanton Zürich. Neben ihrer Aufgabe, die Bevölkerung mit hochwertigen Produkten zu versorgen, erbringt sie ökologische Leistungen und sie prägt auch das Erscheinungsbild unserer Landschaft. Rund 42% der Kantonsfläche werden landwirtschaftlich genutzt. Die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe hat in den letzten beiden Jahrzehnten von rund 6'000 auf 3'600 Betriebe deutlich abgenommen. Vor allem die Zahl der hauptberuflichen Betriebe hat abgenommen, während die Zahl der nebenberuflichen Betriebe stabil geblieben ist. Die stark gesunkene Produktpreise, veränderte agrarpolitische Rahmenbedingungen und der technologische Fortschritt führen zu einem Strukturwandel, der sich in Zukunft auch wird fortsetzen. Die landwirtschaftlichen Nutzflächen wird sich mittelfristig trotzdem nur wenig verändern. Gleichzeitig wird der Schutz der wertvollsten Kulturflächen, sogenannte fruchtfolgenden Flächen, verstärkt. Unter der Annahme, dass der Betrieb an den neuen Förderprogrammen zur Biodiversität und Landschaftsqualität sich beteiligen tun, wird sich die Landschaftsqualität und Vielfalt trotz dem erwähnten anhaltenden Strukturwandel nur wenig verändern. Verändern dürfen sich aber die gesellschaftlichen Ansprüche an die Landwirtschaft. Handlungsbedarf ergibt sich bei der Abstimmung der Bedürfnisse der Bevölkerung, Stichwort Freizeit und Erholung, mit den Bedürfnissen der produzierenden
Landwirtschaft. Und das erfordert, dass die Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen in den verschiedenen Handlungsräumen unterschiedlich priorisiert werden. Zurück zu den Strategien. Eine weitere Strategie ist, Zentren zu stärken und Mobilität abzustimmen. Die Struktur des Kantons Zürich mit seinen Zentren von kantonaler und regionaler Bedeutung, das ist das Rückgrat für eine lebenswerte und wirtschaftlich tragfähige räumliche Entwicklung. Der Kanton stärkt seine Zentren mit wichtigen öffentlichen Infrastrukturen und attraktiven Versorgungs- und Kulturangeboten. Die Infrastruktur und Verkehrsnetz werden in Zukunft nur ausgebaut, wenn sie mit den Zielen der Raum- und Wirtschaftsentwicklung mit den Umweltzielen auch übereinstimmen. Ich komme zu Baukultur und Landschaftsbild als Grundlage für lokale Identitäten zu entwickeln. Der Kanton Zürich stärkt seine räumliche Identität, damit die Geschichte, Eigenarten von seinen Teilräumen auch langfristig erkennbar bleiben, wenn kein Einheitsbrei. Die bestehenden identitätsstiftenden Bauten und Landschaftsstrukturen sollen bewahrt und weiterentwickelt werden. Bei neuen Entwicklungen fordert der Kanton eine hohe Qualität für Siedlung und für die Landschaft. Unter der Strategie «Vielseitige Freiräume für Erholung anbieten» ist zu verstehen, dass der Kanton Zürich dafür sorgt, dass auch in Zukunft vielseitig nutzbare Erholungsräume zur Verfügung stehen. Gut erreichbare, multifunktional nutzbare Freiräume im urbanen Umfeld und der charakteristische Landschaftsräume machen langfristig das hervorragende Erholungsangebot von unserem Kanton aus. Ortsspezifische Dichten entwickeln. Der Kanton Zürich lenkt seine Siedlungsentwicklung nach innen. Ein Ort mit geeigneter Siedlungsstruktur, guter Erreichbarkeit und genügender Freiraumversorgung werden künftig höhere bauliche Dichten und Nutzungsdichten realisiert. Der Kanton sorgt dafür, dass in allen Gemeinden und Quartieren, aber vor allem in den Ortszentren, gemischte Nutzungen und belebte öffentliche Räume entstehen können. Und zu guter Letzt noch die Strategie, Wohnraum für unterschiedliche Lebensstile schaffen. Der Kanton nutzt das erwartete Bevölkerungswachstum als Chance zur Gestaltung des Lebensraums. Das Wachstum wird hauptsächlich in den gut erschlossenen urbanen Handlungsräumen fokussiert. Der Kanton bietet auch in Zukunft attraktive Wohnstandorte für unterschiedliche Altersklassen, Haushaltsformen, aber auch Einkommen. Damit ermöglicht er eine gesellschaftliche Vielfalt in den Gemeinden und in den Quartieren. Meine Damen und Herren, diese 7 Strategien zeigen also auf, wie das erwartete Wachstum zu einer attraktiven Gestaltung des Lebensraums genutzt werden kann. Meine Regierungskollegen in Stockholm, Martin Graf, präsentieren Ihnen jetzt konkrete Aspekte aus diesen Strategien bzw. stellen auch einzelne Studien vor. Bitte, Herr Stocker. Besten Dank, geschätzter Herr Baudirektor, geschätzte Anwesende. Ich muss vorausschicken, wenn ich diesen schönen Bericht sehe, dann kann ich nur gratulieren dazu und kann auch sagen, dass eigentlich das Herz vom Volkswirtschaftsdirektor ein bisschen höher schlägt, weil es kommt daher wie ein Werbespot für den Standort Zürich als Wohn-, Wirtschafts- und Lebensort. Und erfreulich ist es ja nicht nur, dass wir so gut und schön sind, sondern dass das auch mit Zahlen unterlegt ist und dass das eigentlich die Strategie ist, dass wir schauen wollen, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Und das ist eigentlich wahrscheinlich die grösste Herausforderung. Und ein Teil, den ich abhandle diesbezüglich, ist der Verkehr, Mobilität, ein Thema, das bewegt. Ich sage immer, es ist fast wie Religion, Verkehr. Bei uns ist zwar Religion glücklicherweise nicht das, was alles bewegt, aber es gibt ja Orte auf der Welt, wo um Religion sehr viel diskutiert wird. Und bei uns ist es der Verkehr. Und ich glaube, wir haben in diesen 3 Punkten, die Sie hier sehen, dass die Verkehrsinfrastruktur auch zukünftig das Verkehrsaufkommen kann mit der gleichbleibenden Qualität und Zuverlässigkeit bewältigen.
Und da müssen wir ja sagen, insbesondere im öffentlichen Verkehr haben wir ein perfektes System, das zwar am Anschlag ist, wir sind jetzt an der vierten Teilergänzung, aber es ist am Anschlag. Wir müssen schauen, dass wir das weiterentwickeln können. Wir machen ja die Gedanken, auch in Zukunft, wie man das aufrechterhalten kann. Und die Zuverlässigkeit ist nach wie vor gross. Beim MIV, da wissen Sie überall, da haben wir unsere Stauprojekte, wo wir schon das Gefühl haben, dass der Handlungsbedarf ansteht. Und auch der Wirtschaftsstandort ist natürlich auf ein leistungsfähiges Verkehrsnetz angewiesen, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass das funktioniert. Ich war die letzten Wochen in Brüssel und habe vom Flughafen in die Stadt das Gefühl gehabt, wenn ich das verglichen habe mit Zürich, dass wir doch noch adäquate Verhältnisse haben gegenüber Brüssel, obschon wir dürfen ja bei uns die Probleme nie wegreden. Sie sind da, aber ich glaube, die Antworten hätten wir darauf. Wir stehen einfach ein paar Sachen an. Darum ist es ganz wichtig, dass wir die Überlegungen in Zukunft machen, wie wir das können abhalten, das funktionierende Verkehrsnetz und das funktionierende, den funktionierenden Verkehrsbereich beim ÖV kennen Sie. Die Strategien mit dem Durchmesser Bahnhof, den wir aufmachen konnten, haben wir eigentlich den Schlüssel für die Zukunft des öffentlichen Verkehrs im Kanton Zürich gelegt. Ohne den ging nicht viel, aber so haben wir doch mit Brüttener, Stadelhofen, die jetzt in Planung sind, und diesen anderen Massnahmen und auch das Konzept von einer inneren S-Bahn, die quasi dann eine Schnellbahn wäre. Das Konzept, wie es jetzt ist, ist gut und wird auch in Zukunft gut bleiben. Beim Wirtschaftsstandort Zürich, da geht es uns insbesondere darum, dass wir den Standort weiter ein bisschen diversifizieren können. Wir haben zwar noch nicht vor allzu langer Zeit den Bericht über Finanzdienstleistungen im Raum Zürich, also Banken und Versicherungen, können vorstellen. Und erfreulicherweise muss man ja sagen, dass es glücklicherweise nicht so gekommen ist, wie wir gemeint haben, sondern dass die Arbeitsplätze, wo wir den Bericht vorgestellt haben, eigentlich geblieben sind. Ein ganz wichtiger Teil. Wobei man jetzt muss sagen, wir haben jetzt ganz eine neue Ausgangslage. Wir haben bereits Gespräche mit Versicherungen und Banken über Aufhebung vom Mindestkurs. Das wird auf die Finanzindustrie Auswirkungen haben. Das ist nicht ganz einfach zu handeln. Und darum ist es besonders wichtig, dass wir hier auch vom Kanton her, wir sind in Gespräch und werden die weiterführen, auch versucht zu helfen. Das geht in alle Bereiche, aber Banken und Versicherung, das Rückgrat nach wie vor von unserer Wirtschaft im Kanton Zürich, steht da vor grossen Herausforderungen. Ich komme zu zwei Teilprojekten aus dem Bereich Verkehr. Und zwar eins sind die Leistungsreserven im mobilisierten Individualverkehr, die wir vorher schon ein bisschen angesprochen haben, und im öffentlichen Verkehr. Und das Zweite, meine Damen und Herren, ist Logistik-Standortkonzept. Zu den Leistungsreserven im öffentlichen Verkehr. Trotz diesen Ausbauten, die ich Ihnen skizziert habe, werden wir bis 2030 anstehen in gewissen Abschnitten, ist ganz klar. Ein weiterer Ausbau von diesen Infrastrukturen hat hohe Kosten zur Folge. Ob man dann das Geld und den Willen hat, wo man investieren will und wie das gehen soll, das sind Fragen, die man noch nicht ganz definitiv sagen kann. Ich persönlich, wenn ich mir eine persönliche Bemerkung erlauben kann, bin der Meinung, man wird wahrscheinlich mehr unter den Boden müssen, wenn wir dann das Geld haben, um das zu zahlen. Wenn wir das Geld nicht haben, dann wird es wahrscheinlich so aussehen, wenn ich es den April in China erlebt habe, in Guangdong. Da hat es einfach zweistöckige Strassen, hat einen Pfeiler und oben nochmal eine Ebene drauf, ein paar Pfeiler und oben nochmal Ebene drauf oben. Und wenn ich ein bisschen Zukunftsforscher höre, glaube ich auch nicht, dass alles mit Zug und Bus abgewickelt wird, sondern mit dieser intelligenten
Individualverkehr, Mobilität, wo jeder mit einem Google-Wägeli, und vielleicht kommen wir ja dann in Zürich zuerst in den Genuss, wenn Google Zürich so gut findet, braucht es wahrscheinlich Strassen. Wie viel Kapazität dass die haben müssen, ist eine andere Frage, wie näher als die beieinander fahren können. Aber das sind alles Fragen, wo, oder wenn ich jetzt sage, ich denke, etwa 2030 ist ja noch weit, weit weg. Aber auf dieser Seite mag ich mich gut erinnern, wo das Jahr 2000 gekommen ist, ist gar noch nicht so lange her. Und jetzt haben wir schon 15, oder? Von dem her könnte das noch gleich kommen. Und ich weiss auch, dass die ETH ein Auto hat, das in der Stadt Zürich rumfährt. Ohne Fahrer. Es hockt einfach einen nebenzu, dass niemand verschreckt, weil das nicht ein führerloses Auto ist. Also die Entwicklung geht weiter. Aber wie die genau rauskommt, das können wir heute noch nicht sagen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man die Fragen anschaut. Und da sind wir dran. Aber es gibt natürlich auch ganz banale Sachen, dass man zum Beispiel den Schulstandort verleiht. Ich komme jetzt vom linken Zürichseeufer. Wenn ich merke, wie viel weniger als in der Sportferien in den Zügen sind, dann merkt man, dass das eine markante Entlastung gibt. Wir waren in Hamburg, wo die Morgenspitze breiter ist, weil die Geschäfte eine Stunde später aufgehen. Also es gibt viele Möglichkeiten, dass wir die Verkehrssysteme, die wir haben, besser auslasten können. Das wäre auch effizienter und kostengünstiger, wenn wir die bestehenden Infrastrukturen besser auslasten können, die Spitze verbreitern. Das passiert ja eigentlich in allen Bereichen, auch durch das, dass die Leute sagen, ich gehe lieber ein bisschen früher an einen Sitzplatz. Also es hat verschiedene Bereiche, aber wir vom Kanton her wollen das auch noch fördern. Dann gleichzeitig ist natürlich auch im Rock ausgewiesen, dass wir nur noch die Hauptbauaktivität in diesen urbanen Gebieten haben, dass wir die Pendlerbewegungen, dass die möglichst kurz bleiben und nicht allzu intensiv, wobei auch da sind das natürlich Fragen, wenn ich im Zürich-Oberland bin oder im Töstal und denen sage, bei euch ist jetzt halt Zeit vorbei von der Zukunft, ihr werdet langsam euch zum Ballenberg müssen verändern. Das sind Fragen, die einfach zu sagen sind im Moment. Aber wenn man es dann in diesem Dorf muss verkünden muss, ist das nicht ganz einfach. Und darum hat der Baudirektor eine gute Haut oder eine robuste Postur. Als Töstaler, da muss ich gerade einwerfen, als Töstaler muss ich sagen, es wird sicher kein Ballenberg werden. Gut, gut. Nicht, dass ihr das aufschreibt. Kommen wir zum zweiten Teil, Logistikstandort. Das kennen wahrscheinlich die wenigsten davon. Es gibt ein Konzept Logistikstandorte im Kanton Zürich. Ich muss Ihnen sagen, wenn ich jetzt gegen den Kantonsratstraktandenliste anschauen, gibt es praktisch keinen Vorstoss zur Logistik. Ob schon, dass es ein eminent wichtiges Thema ist, wenn ich denke, wie die Stadt versorgt wird, wie alle Läden praktisch täglich just in time versorgt werden, wie die Wirtschaft versorgt wird, es funktioniert einfach. Aber ich muss feststellen, größere Logistikfirmen haben das Problem im Kanton Zürich für ihre Standorte, weil sie sind unter Druck, die Standorte sind zu teuer. Und darum haben wir versucht, in diesem Logistikkonzept mal aufzuzeigen, wo gibt es überhaupt noch die Möglichkeiten, also die notwendigen Verbindungen und Anschlüsse haben. Und wie kann man das gewährleisten, weil die Versorgung, die wird nach wie vor ganz einen wichtigen Stellenwert haben. Wir haben auch gute Zusammenarbeit mit Basel-Stadt diesbezüglich, weil etwa ein Drittel von den Einfuhren und Ausfuhren in die Schweiz kommt über Basel und auch in den Raum Zürich. Und das ist ein Thema, das zentral wird sein, auch zukünftig. Wir sind auch beteiligt an so Studien von einer Untergrund Transportkette, die ja gesponsert wird auch von den Grossverteilern, dass man die Logistik in den Untergrund verlegen und dadurch auch in den Strassennetz entlasten und so weiter und so fort. Aber sicher ist, dass die Logistik ein Thema ist, das ihren Platz haben muss und auch eine Wichtigkeit hat. Dann zu der räumlichen Entwicklung vom Wirtschafts- und Bildungsstandort. Wir sind überzeugt, und das zeigen auch längerfristige Betrachtungen, dass Ballungsräume, und dazu gehört der Ballungsraum Zürich, dass die auch zukünftig attraktiv
sind. Wir haben ja die neuesten Wachstumszahlen, glaube ich, bekommen vom Kanton Zürich. Der Kanton Zürich wächst, ist attraktiv, weil er einfach ein gutes Angebot hat. Das führt natürlich auch dazu, dass gerade Flächen im Gewerbebereich, die werden umkämpfter, die werden teurer. Und wir brauchen das Gewerbe auch, oder? Wir brauchen das Gewerbe auch. Wir können nicht nur Büro- und Finanzdienstleistungen haben. Wir haben letztens, vorgestern gelesen, wie viele Büroräume als leer stehen im Kanton Zürich. Sehr viel. Und darum ist es ganz wichtig, und das machen wir auch in dieser langfristigen Planung, dass wir die Möglichkeiten für das Gewerbe, dass wir die Möglichkeiten haben, die auch zahlbar sind. Und das ist nicht ganz so einfach, dass man die zahlbaren Möglichkeiten für das Gewerbe hat. Weil es ist einfacher für jeden Bauherr, wenn er heute einen Wohnbauten aufstellen kann, weil dann gibt eine Bank Geld, muss wahrscheinlich gar nichts mehr zahlen, weil es so viel Geld man hat für eine Hypothek. Bei Gewerbebauten sieht es ein bisschen anders aus, weil die Risiken anders sind. Und darum sind wir auch der Meinung, wir werden weiterhin versuchen daran zu arbeiten, dass der Wirtschaftsraum Zürich weiter diversifiziert wird, dass wir die Abhängigkeit von der Finanzbranche können weniger hoch machen, und wir sind auch gut unterwegs im Life-Science-Bereich, im Innovationsbereich. IT ist zum Beispiel ein Thema, wo in Zürich immer mehr kommt. Games entwickeln, es ist Zürich Spitze geworden. Ganz kurz hat sich das angezogen, und die sind gut. Und natürlich ein Teil davon ist auch unser nationaler Innovationspark. Auch ganz ein wichtiger Teil. Was wir auch noch sagen können, auch wenn wir schon da sind, im Finanzbereich sind wir nicht ganz untätig. Der RIM-IMBI Hub Schweiz, das zeigen jetzt die neuesten Besprechungen und Absichtserklärungen von chinesischen Banken. Der wird, so hoffe ich, bald Realität werden. Und das zeigt, dass der Wirtschafts- und Finanzraum Zürich nach wie vor attraktiv ist. Ich habe es gesagt, wir brauchen natürlich bei all diesen Fragen brauchen wir gemeinsam Lösungen mit der Wirtschaft und den Gemeinden. Aber sicher ist, dass der Werkplatz ein ganz wichtiger Teil des Kantons Zürich ist. Und in diesen Fragen, die im LARES behandelt werden, werden dem Werkplatz Zürich wird eine grosse Bedeutung zugemessen, weil wir sind überzeugt, das Gewerbe wird weiterhin eine wichtige Rolle spielen im Kanton Zürich. Ich möchte nicht mehr länger werden. Wir haben ja nachher noch Zeit für Fragen und übergeben am Herrn Justizdirektor. Besten Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie haben es gehört, die Bewältigung des Wachstums ist das Thema. Wir haben eine langfristige Raumentwicklungsstrategie, aus meiner Sicht sehr stimmiges Werk, wo viel Arbeit drinsteckt und wo eigentlich eine Verbundarbeit ist von den verschiedenen Direktionen, von der Gesamtregierung und auch so dorthin kommt und wichtig ist, weil eine Raumplanung, ein Wachstum muss können auffangen, wo auch, es ist ja nicht nur das Bevölkerungswachstum, sondern eben auch ein Wachstum von der Nutzungsintensität, ein Raumordnungskonzept, wo eben das vermag zu bewältigen ist, nur mit allen Partnern zu leisten, und zwar innerhalb von der Regierung, innerhalb von der kantonalen Verwaltung, aber auch mit den Planungsregionen zusammen und mit den Gemeinden. Jetzt ist es so, dass wir von der Direktion vom Inneren, kann ich sagen, schon länger eine enge Zusammenarbeit haben in einzelnen Fragestellungen mit dem Amt für Raumentwicklung. Das haben wir auch ein bisschen zeigen am letzten Gemeindeforum 2014, wo wir ja auch ein bisschen das Thema vorgestellt haben, sollen Gemeinden wachsen und wenn ja, wie sollen sie wachsen? Das war eine interessante Abhandlung. Man hat auch dort Instrumentarien vorgestellt, unter anderem, auf die ich heute nicht eingegangen. Aber sie haben auch gesehen, dass nicht allein nur schon Statistisches Amt eben mitgewirkt hat bei der Bevölkerungsentwicklungsschätzung, wo eigentlich auch die Grundlage jetzt war für die Strategie. Sie haben aber auch ein Instrument entwickelt für Analysen von Quartieren in den Gemeinden, wo man das Potenzial abschätzen für Gebietsentwicklungen. Und wir haben, und das ist da, wo ich jetzt darauf eingegangen
eine Untersuchung gemacht, eine Repräsentativbefragung unter der Zürcher Bevölkerung, wo man etwa 19'000 Personen angeschrieben hat, 3'000 Bögen zurückbekommen hat, was eigentlich ein gutes Feedback ist bei einer Online-Umfrage. Und das eigentlich noch als repräsentative Umfrage wirklich kann gelten. Man wollte dort wissen, wie sieht es mit dieser dichte Toleranz aus in der Bevölkerung. Das heisst, wie reagiert die Bevölkerung auf Verdichtungen, auf das Aufdichten der Bauzone. Man hat gesehen, dass natürlich die Leute unterschiedlich reagieren. Wenn man jetzt die Hauptresultate anschaut, und ich bitte hier auf die nächste Folie zu gehen, dann sieht man, dass die Bevölkerung eigentlich mit ihrem Wohnumfeld sehr zufrieden ist. Über 85% sind eigentlich mit ihrer Umgebung zufrieden und das ist ein hoher Anteil. Eine klare Mehrheit, und das sind 78%, die wollen eigentlich weiterhin, dass unüberbautes Land weiterhin unüberbaut bleibt. Damit findet also eine klare Mehrheit, dass Bevölkerungswachstum im Siedlungsgebiet im Bestehenden soll stattfinden und nicht außerhalb vom bestehenden Siedlungsgebiet. Das sieht man, dass das auch recht gut möglich ist, wenn man die Grafik auf der Seite 25 von dem Dokument anschaut. Aber wenn man dann nachher genauer geht, fragen und sagt, ja, wenn man jetzt bei Ihnen verdichten würde, wie sieht es denn aus? Dann nachher kommt natürlich schon ein bisschen die Betroffenheitsdemokratie führen, die wir in der Schweiz generell natürlich haben. Man will etwas, aber vielleicht nicht unbedingt jetzt gerade bei mir. Das heisst, verdichten ist gut, aber nur bei mir, wenn es gewisse Bedingungen erfüllt. Und das muss man allerdings sagen, ist auch das Ziel. Wer will denn schon eine Verdichtung, die Qualität mindert im eigenen Quartier, das soll sicher nicht das Ziel sein. Und es zeigt sich dann auch, und das ist die letzte Antwort, dass also Verdichtung tatsächlich akzeptabel wäre, wenn das Wohnen billiger wird. Das ist natürlich insofern denkbar, weil ja eine höhere Nutzung kann umgesetzt werden auf der Fläche. Wenn die Lärmsituation besser wird oder der ÖV-Anschluss besser wäre. Das sind Möglichkeiten, die sich stellen. Es ist aber auch klar, dass in städtischen Gebieten offenbar die Verdichtung eher akzeptiert ist. Also dort kann man sagen, dass die urbane Bevölkerung eher dichte toleranter ist als die ländliche Bevölkerung. Darum wohnen sie ja wahrscheinlich auch dort. Also, und dass das eigentlich noch gerade zielkonform ist mit der Strategie, dass man nämlich die Dichte primär natürlich eher in den urbanen Räumen, in der Agglomeration und den Städten vorantreiben, das trifft sich eigentlich noch. Aber trotzdem, es ist klar, die Bevölkerung erwartet von einer Verdichtung und das ist eigentlich auch verständlich, eine Qualitätsverbesserung für sie. Und ich glaube, das muss auch das Ziel bleiben. Also wenn man da zu der Erkenntnis kommt, dann nachher kann man sagen, dass an sich grundsätzlich die Haltung der Bevölkerung auf Linie liegt mit dem, was wir als Verpflichtung auch haben und was wir mit dieser langfristigen Raumentwicklungsstrategie anstreben wollen. Dass es aber nicht ganz so einfach ist, dass nämlich dann, wenn Betroffenheit näher kommt an die Bevölkerung, dass es dann natürlich auch muss können gut kommuniziert werden und auch mit entsprechenden Vorteilen für die Betroffenen verbunden werden. Das heisst, es geht darum, dass man mit der Verdichtung Qualität kann erhöhen kann, dass man mit der Verdichtung bestehende Defizite, die durchaus in verschiedenen Gebiete, namentlich in der Agglomeration, vorhanden sind, behoben werden und dass Mehrwert geschaffen werden können. Das, glaube ich, muss ein Ziel sein. Es ist nicht immer ganz einfach, auf das komme ich dann im zweiten Teil noch zu reden, weil gerade wenn mehrere Eigentümer betroffen sind, wo dann unterschiedliche eigene Ziele verfolgen, kann das durchaus schwierig werden. Es gibt ein schönes Beispiel in Freiburg im Breisgau, das Vauban-Quartier, wo man eigentlich
auf eine sehr ökologische Art mit einer relativ hohen Dichte hat können schaffen. Und dort ist es eigentlich gelungen, die Lebensqualität wirklich auf hohem Niveau zu behalten. Das ist aber ein grosses Areal, das man zur Verfügung hatte. Dann ist es selbstverständlich einfacher. Schwieriger wird es, wie gesagt, in kleineren Arealen, die sehr zerstückelt ist bezüglich Eigentum. Eine zweite Studie, eine Fallstudie, die man durchgeführt hat, in Zusammenarbeit zwischen dem Gemeindeamt, dem Amt für Raumentwicklung und der Hochschule Luzern, ist das, was ich Ihnen jetzt vorstelle. Das sind zwei Gebiete beteiligt, nämlich das Furttal und die Region Bülach. Und dort ist es darum gegangen, zu überlegen, ist, wenn man gemeinsam denkt, wenn man miteinander die Raumordnung anschaut, kommt man da zu besseren Lösungen. Wie könnte man nachher die Lösungen umsetzen? Was wären die Möglichkeiten? Und da ist klar, man hat als Lösungsansatz, wie man eben das auch in dieser Raumentwicklungsstrategie anstrebt, nämlich die Entwicklung in funktionalen Räumen andenken wollen, gerade in diesen Regionen. Und als Massnahmen wären zur Verfügung gestanden, eben der Ausbau von der interkommunalen Zusammenarbeit oder eben die Fusion, die ja bei den Gemeinden einerseits beliebt, aber vielleicht auch ein bisschen kritisch angeschaut wird. Die beiden Regionen, die wir angeschaut haben, das ist die Region Bülach, wie ich gesagt habe, mit etwa gleich vielen Einwohnern wie die andere Region im Furttal. Bei der Region Bülach sind es 4 Gemeinden von der Planungsregion Unterland, Bülach mit dabei natürlich als zentralen Ort. Im Furttal war es gerade die ganze Planungsregion. In diesen beiden Regionen haben die Partner mit den politischen Behörden, mit den Gemeindepräsidenten und mit den Bauvorständen Workshops gemacht und dann parallel dazu auch mit den Verwaltungsvertretern und haben so versucht, zu Schlüssen zu kommen. Man hat gesehen, und das, da komme ich zu den Ergebnissen, dass, wenn man natürlich Gemeinden zusammennimmt und aus übergeordneter Sicht anschaut, dass es natürlich dann eine besser abgestimmte Siedlungsentwicklung gibt. Das, glaube ich, muss ich Ihnen nicht erzählen. Das ist ja klar. Wenn Sie, ich nehme immer das schöne Beispiel, wenn man Ilnau-Evretiken und Kiburg getrennt anschaut, ob man in Kiburg noch eine Gewerbezone hat. Und wenn man es zusammennimmt, ist es ja klar, dass niemand auf die Idee kommt, in Kiburg oben eine Gewerbezone zu realisieren. Also man kommt zu abgestimmteren Entscheiden. Und das hat sich auch hier weiter gezeigt. Es gibt auch mehr raumplanerischen Handlungsspielraum. Wenn man jetzt die beiden Möglichkeiten fusionieren, wo man gerade sich zusammenschließt und halt das miteinander macht, anschaut, dann nachher kann man sagen, dass mit dieser Lösung eigentlich alles aus einer Hand kommt und vieles einfacher ist, ist klar. Da gibt es aber natürlich auch die Angst vor Autonomieverlust und vor bürgerfernen Strukturen. Das will man vielleicht nicht gerade schon ohne anderen Grund realisieren. Also man wird also nicht allein aus raumplanerischen Überlegungen wollen fusionieren. Das sieht man dann eher den Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit, wo man dann versucht, die Synergien in diesen Bereich, wo man zusammen arbeiten will, eben auch zu nutzen und dort eben auch die entsprechenden Instrumente dazu anziehen, wie der regionale Richtplan, beispielsweise jetzt hier im Furttal oder allenfalls ein überkommunaler Richtplan wie im Gebiet Bülach, wo das Schinzau angedenkt ist. Es ist klar, die interkommunale Zusammenarbeit ist halt einfach ein bisschen wenig verbindlich. Am Schluss müssen dann die gemeinseigenen Strukturen wieder Ja sagen zu dem Ganzen. Und dort ist es immer ein bisschen eine Milchbüchli-Rechnung, wie viel profitiert man, wie viel verliert man allenfalls. Schlussfolgerungen sind die, es ist wichtig, dass man in der Raumentwicklung inskünftig mehr regional und interkommunal denkt. Und es ist auch richtig, wenn man jetzt in dieser Phase, und das ist auch ein bisschen das Fazit am Gemeindeforum, der Regionalplanung mehr Gewicht gibt. Die Regionalplanung war früher ein bisschen eine Alibi-Übung,
Das hat man einfach noch gemacht, weil der Kanton das hat wollen und weil es vorgesehen war. Aber ich habe mal festgestellt, da ist nicht wahnsinnig viel investiert worden. Ich denke, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das ist viel ein wichtigeres Instrument. Es braucht ein Denken und Handeln über Gemeindegrenzen hinweg. Fusionen können eine Lösung sein, aber vor allem dann, wenn auch noch andere Fragen, andere Probleme mitgelöst werden. Und sonst ist tatsächlich dann die interkommunale Zusammenarbeit eine mögliche Lösung. Wir jedenfalls vom Gemeindeamt, wir unterstützen das zusammen mit dem Amt für Raumentwicklung und sind auch bereit, Regionen in diesen Fragen zu beraten. Und jetzt gebe ich gerne wieder zurück an den Baudirektor. Danke vielmals. Geschätzte Damen und Herren, ich habe es bereits erwähnt, die langfristige Raumentwicklungsstrategie bildet eine Grundlage für das Schaffen der kantonalen Verwaltung. Es ist kein neues, formelles, verbindliches Planungsinstrument, das betonen. Ihre Wirkung erzielt vielmehr sich über vier Wege. Erstens als Orientierungsrahmen für die kantonale Verwaltung. LARES bildet ein Organisationsrahmen für alle raumwirksamen Tätigkeiten im Kanton. Sie unterstützt die Umsetzung des kantonalen Richtplans und bereitet Diskussion für die nächste Phase der Richtplanung vor. Zweitens, als Grundlage für den Dialog mit den Regionen und den Gemeinden. Die Raumentwicklung ist eine gemeinsame Aufgabe von Bund, von Kanton, von Planungsregionen und von Gemeinden. Der Kanton setzt die langfristige Raumentwicklungsstrategie nicht alleine um. Gewisse Aufgaben geht er gemeinsam mit weiteren Akteuren, vor allem Planungsregionen und Gemeinden, an. Und drittens, als Beitrag zu einer interkantonal abgestimmten räumlichen Entwicklung. Zürich ist als bevölkerungs- und wirtschaftsstarker Kanton ein wichtiger Raum für die räumliche Entwicklung der ganzen Schweiz. Mit LARES zeigt der Kanton Zürich auf, wie er sich in der übergeordneten Entwicklung einbetten will. Der Kanton Zürich will den Dialog mit seinen Nachbarkantonen und dem Bund weiter aktiv pflegen, sich einbringen und die Zusammenarbeit im funktionalen Raum stärken. Viertens, durch die Umsetzung von Aufgaben und strategischen Projekten. Der Kanton Zürich verfolgt die Stossrichtungen von der langfristigen Raumentwicklungsstrategie zum Teil schon heute. Mit den formulierten Aufgaben zeigt die Regierung, wo sie Akzente setzen und wo die kantonale Verwaltung neue Aufgaben angeht oder bestehende Aufgaben anpassen tut oder auch intensiviert. Dazu gehört beispielsweise das Gegenstromprinzip, das weiter gestärkt werden soll. Darum soll die Zusammenarbeit von Kanton, Region und Gemeinden intensiviert werden. Das Zusammenspiel von kantonaler Richt- und Nutzungsplanung, von der regionalen Richtplan und der kommunalen Nutzungsplanungen wird in Zukunft stärker auf die Frage von der qualitätsvollen, betonen, qualitätsvollen Innenentwicklung gelenkt. Aber auch die projektorientierte Raumentwicklung soll weiter gepflegt werden. Der Kanton steuert die Raumentwicklung neben seinen etablierten Instrumenten wie der kantonale Richtplan vermehrt über zeitlich und örtlich begrenzte Projekte, zum Beispiel mit der sogenannten Gebietsplanung. Mit einer projektorientierten Raumplanungsentwicklung wird in funktionalen Räumen geplant und es werden alle wichtigen Partner eingebunden. Regionen, betroffene Gemeinden und Infrastrukturträger. Mit dem Blick auf die Umsetzung formuliert LARES Aufgaben und strategische Projekte für die kommenden Jahre. Dabei handelt es sich nicht um eine abschliessende Aufzählung von allen kantonalen Aktivitäten, die zur räumlichen Entwicklung beitragen können. Es zeigt vielmehr, wo der Kanton Zürich bei der Erfüllung von seiner Arbeit neue Akzente setzt. Mit dem Jahr 2050 hat LARES einen langfristigen Zeithorizont. Die formulierten Strategien, Aufgaben und strategischen Projekte werden aber schon kurz- und mittelfristig umgesetzt. Um ihre Wirkung auch zu überprüfen, erstattet der Regierungsrat alle vier Jahre Bericht über die langfristige Raumentwicklungsstrategie. Und zwar im Rahmen des schon bestehenden Raumplanungsberichts. Wichtig ist trotz dem langen Zeithorizont. Die LARES ist nicht in Stein gemeißelt. Man könnte
von einem anhaltenden Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum aus. Setzt sich aber die Entwicklung in Zukunft als stagnierend oder sogar rückläufiger weisen, wird die Regierung den Auftrag zu einer Neuausrichtung der langfristigen Raumentwicklungsstrategie sicher prüfen. Meine Damen und Herren, die Arbeiten an der langfristigen Raumentwicklungsstrategie sind intensiv gewesen. Aber ich bin überzeugt, dass der Kanton Zürich damit über ein wichtiges Instrument verfügt, damit unser Kanton auch für die kommenden Generationen attraktiv und lebenswert ist. Ich danke Ihnen vielmals für die Aufmerksamkeit und gebe wieder an die Regierungssprecherin zurück. Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Jetzt hätten Sie das Wort, wenn Sie noch Fragen stellen möchten. Wem darf ich das Wort erteilen? Ja, etwas, was mir aufgefallen ist, als ich durchgeschaut habe, geht ein bisschen Richtung Logistik. Standorte für Industrie, Gewerbe und Logistik sichern. Das ist ja noch interessant. Also jetzt hat man eigentlich seit 20 Jahren sagt man, Umnutzung von Industrieareal, meistens Wohnen, gemischt und ein bisschen Dienstleistungen. Das ist gut, das ist positiv. Und Sie kommen jetzt, das ist etwas Neues, oder? Sie sagen, jetzt müssen wir auch anfangen, für die Industrieflächen sichern. Wie können Sie denn das? Das ist ja eben nicht verbindlich. Oder? Das hat die Karte Seite 37. Witzigen zum Beispiel, ein roter Fleck, Erhalt der gewerblichen industriellen Nutzung. Vielleicht sagen die Witzigen, das wollen wir gar nicht, oder? Wir wollen das. Also wie können Sie da Einfluss nehmen? Ja, erstens mal, Entschuldigung. Ja, ist schon gut. Raumplanerisch. Wir haben ja auch ein anderes Beispiel, Gewerbe. Wir haben 7 Gewerbezonen haben wir bezeichnet, die nur für das Gewerbe zur Verfügung steht und immer, dass das geht, gemischte Zone und dann braucht man mehr Wohnraum und dann drückt man das Gewerbe raus, hat natürlich einen grösseren Wert und dann steht das Gewerbe da und kann die Bodenpreise nicht mehr zahlen. Also dort ist die Meinung dahinter, dass sich dann entsprechend auch ein Preis wird etablieren, der auch für das Gewerbe finanziell zahlbar ist. Bei den anderen ist es eben auch genau gleich, wenn sie Logistikstandort brauchen. Und Logistikstandort, das hat es in sich von der Fläche her. Das ist eine grosse Herausforderung, die wir haben und die wir auch anbieten können. Und sie brauchen auch einen gewissen Ort. Sie können nicht irgendwo noch mit die Pampas rausgeben, sondern die brauchen Anschlüsse, die brauchen Bahnanschlüsse, die brauchen Autobahnanschlüsse. Und dort werden wir entsprechende Gebiete auch vorgesehen. Vielleicht kann auch der Natrupp als zweitobersten Raumplaner. Entschuldigung. Zu dem Thema auch etwas sagen. Vielleicht, um in die Zusammenhänge auch nochmal aufzuzeigen. Wir haben ja gesagt, die Regionen stärken. 11 Planungsregionen sind im Moment dran, ihre regionalen Richtpläne zu überarbeiten. Die müssen durch den Regierungsrat nachher genehmigt werden. Dort werden sogenannte regionale Arbeitsplatzgebiete ausgewiesen oder sind ausgewiesen. Und wir stellen eben die Anforderung, dass diese regionalen Arbeitsplatzgebiete, wenn sie ausgewiesen sind, von den Gemeinden dann auch nicht anders genutzt werden können. Und das ist der Hebel, wo eben auch sichergestellt dafür wird, dass nicht alle Industrie- und Gewerbestandorte umgenutzt werden. Und es geht vor allem uns auch darum, dass die Standorte, die eben außerhalb der gut erschlossenen Standorte sind, dass die eben nicht umgenutzt werden. Die sind nämlich häufig die für produktives Gewerbe, auch für Logistikgewerbe sehr gut geeignete Standorte, weil sie die Wohngebiete nicht belasten. Also das heißt nicht, dass es keine Umnutzung mehr geben wird, aber gezielter und dass quasi die langfristigen Ziele, die dann auch in den regionalen Richtplänen festgelegt sind, nicht unterlaufen werden. Ja. Vielleicht zu dem Thema noch ein Beispiel, oder? Eins von, genau, wo ich finde, der Regionalrichtplan hat dort ganz eine eminent wichtige Rolle. Das ist auch gesagt worden und natürlich nebst dem Kantonalen. Und ein Beispiel ist ja das Industriegebiet von der Matschi im Kremtal. Dort ist man ja dann zwischendurch, hat man die Idee gehabt, man könnte dort auch noch Wohnen rein tun. Oder? Und sobald sie Wohngewerbezonen machen, und die Gemeinde kann das natürlich, wenn sie in Zonsgebiet ist und keine Festlegung sonst existiert, dann haben sie den Preis gerade doppelt so hoch in diesem Gebiet drin, für den Quadratmeter. Und
jetzt ist das, da ist die Region gefordert und sie ist auch da gefordert gewesen und sie hat auch entsprechend Entscheid gefällt und es ist ja jetzt schön, dass Givaudan bereit ist, das Gebiet zu entwickeln als Industrie- und Produktionsgebiet. Es freut mich sehr, ist gerade letztens ist, glaube das Projekt in der Gemeinde Lindau vorgestellt worden. Ich persönlich kenne es nicht, aber das ist zukunftsweisend. Ah ja, da könnte eigentlich eine Auskunft geben. Der Bau unter sich hat. Ja, also, wir werden es nicht vertiefen, aber mir ist es wichtig, dass man wirklich die Logistik nicht vergisst. Bis jetzt ist die Währung vergessen. Ich glaube, es ist schon richtig, dass man sagt, man kann die unten rausgeben. Aber es hat früher eine Logistik-Oreo gegeben in Zürich. Da gibt es natürlich keinen besseren Business Case, als wenn man das Logistikareal in der Stadt Zürich an einer anderen Nutzung zuführt und in Aargau aber geht, seinen Logistikstandort machen, oder? Ich meine, das ist ja verständlich, weil Logistik ist ja nicht attraktiv, macht am Morgen früh einen Lärm, fahren da ab, zu Abend kommen sie wieder irgendwann, oder? Wenn sie Wohngebiet gerade neben der Logistik zu haben, dann heißt es nachher, wer hat die Planung gemacht? Das sind ja... Oder? Und darum ist es aber ganz wichtig, dass man da den Finger drauf legt. Und wir haben es ja erfahren, ein Stück weit beim Gateway. Oder? Es ist so, sind zwar alle für Gütertransport mit der Bahn, aber wenn man die Raumsicherungen muss machen muss, für zum Beispiel Gateway und so, dann kommen sofort Fragezeichen, wir wollen gar keine Güterzeuge, die machen Lärm. Oder? Und die Frage, oder? Die Raumsicherung, einfach noch als Beispiel, wir brauchen für die neue S-Bahn, wo wir ja weiterhin brauchen, wir etwa, ich weiß nicht, wie viele Kilometer Gleise, also nochmal ein riesen Gelände, nur für die S-Bahn-Züge zur Nacht abzustellen, oder? Das sind gerade in dem dicht besiedelten Raum, wo Kampf um jede Fläche ist, zwischen Verkehr, Landwirtschaft, Naturschutz, Wohnen, ist das immer eine riesen Herausforderung, dass wir überhaupt noch solche Flächen überkommen zur Verfügung gestellt. Und da wird man es ja nicht neben einem Einfamilienhausquartier, wenn am 1 Züge reinfahren und am Morgen um 5 Uhr fahren sie wieder weg. Gut, danke vielmals. Sind noch weitere Fragen? Frau Weibel. Verdichtung innen ist ja das Ziel, was ich eigentlich ein gutes Ziel finde. Die Frage ist einfach, wo Sie, Herr Graf, ja jetzt ausgeführt haben, wie will man dabei dann wirklich die Qualität des Wohnen gleich behalten? Also aufgrund von dieser Umfrage, wo ja eben 78% sind dafür, dass man Siedlungsgebiet verdichtet, aber man will es dann doch nicht bei sich haben. Wie wollen Sie das genau machen? Ja, ich glaube, da hat man schon vielfältige Möglichkeiten. Am Anfang steht natürlich der Städtebau und die Architektur. Also man kann natürlich ein Projekt so oder anders machen. Ich will jetzt nicht die negativen Beispiele aufzählen, aber ich habe es einfach gesehen, ich habe vielleicht ein Beispiel, das ich eben gut kenne aus meiner Vergangenheit, wo allerdings jetzt noch nicht gegriffen ist und wo eine Schwierigkeit hat. Das ganze Mitte im Evretik hat ja eine tonnenvolle Vergangenheit. Aber dort wäre es eigentlich mit der Verdichtung, mit der Verdoppelung von der Verdichtung, wo man dem Projekt unterstellt hat, von nämlich Baumasse 4 auf Baumasse 8, von einer höheren Baumasse ist für Evretik im Zentrum, hätte man können gleichzeitig doppelt so viel Freifläche schaffen können. Das heisst, wenn man in die Höhe geht, und die Höhe die muss vertretbar sein, dann kann man einiges machen. Man kann auch durch die Gestaltung der Bauten, die Ausrichtung der Architektur, kann man sehr viel Qualität schaffen. Und da meine ich, ist halt wirklich der Städtebau stark gefordert. Und ich bin überzeugt, dass sie an Teilorten mit mehr Dichte bessere Qualität anbringen. Ich meine, wenn sie, nehmen wir jetzt doch vielleicht ein negatives Beispiel, die Überlandstrasse in Dübendorf durch ablaufen, links und rechts, dann nachher haben sie vielleicht nicht wahnsinnig viel Qualität. Und das sind so Gebiete, wo man dann auch, wenn man sie weiterentwickelt, eben kann korrigieren allenfalls nach Generation 2 und verbessern, weil es steht einiges rum, wo so nicht dort stehen sollte, wo man mit einer höheren Dichte eben auch wieder den Anreiz geben kann, dass umgestaltet wird. Und das sieht man in der Stadt Zürich in verschiedenen Quartieren, dass eben doch Qualitäten entstehen, wo hohe Dichten vorhanden sind. Ja, Preise gehen durch, weil es in der Stadt Zürich ist, muss ich ehrlicherweise sagen. Also,
wenn natürlich eine hohe Nachfrage noch gleichzeitig in die Quartiere ist, ich rede vom Escherwies-Gebiet, oder? Wenn alle natürlich dort hinwenden, dann ist der Preis nicht nur eine Folge der Verdichtung. Verdichtung sollte eigentlich bei gleichbleibenden Preisen eher dazu führen, dass man es ein bisschen günstiger machen kann. Und ich stelle halt auch fest, dass natürlich viele Leute sich scheuen, nur eine Viertelstunde aus der Stadt rauszugehen, um vielleicht eine Wohnung zu haben. Also ich habe immer noch leerstehende, wir haben noch leerstehende Wohnungen in Ilau, oder? Ich bin jetzt Regierungsrat. Wir haben noch leerstehende Wohnungen in Ilau, oder? Vielleicht nicht gerade die optimalsten, aber sicher solche, die konkurrenzfähig wären mit solchen in der Stadt. Aber man will halt gleich lieber in der Stadt sein. Und dann... Ja, dann muss man sich halt entscheiden. Ich verstehe es bis zu einem gewissen Grad nicht, wenn man Aussicht hat auf einen Viertelstundentakt und 15 Minuten in die Stadt ziehen, dass man gleich noch Mühe hat, draußen zu wohnen. Das ist ja, finde ich, noch etwas ganz Wichtiges, wenn wir über Dichte reden miteinander. Jeder hat ein anderes Bild in seinem Kopf. Der eine der denkt irgendwo an New York und die andere vielleicht an Shanghai oder Peking, was da steht. Und darum finde ich, es ist ganz wichtig, dass wir in unserer Gesellschaft ein Commitment haben, dass wenn man von Dichte redet, dass man einander versteht. Wir sind mit der Raumplanung, haben wir so eine Roadshow, sind wir dran, respektive haben wir gemacht, Dichte begreifen. Was ist überhaupt Dichte? Also, das hat eigentlich guten Anklang gefunden. Ich bin bei der ersten Veranstaltung in Bülach war ich dabei gewesen, wo das im Guss, das ist so ein Kulturzentrum, pumpe voll gsi, und die Leute sind gekommen, das sind also, und zwar durchmischt, also von alten Bühlemer, wirklich Ureinwohner bis zu jungen Leuten, die sich orientieren wollten, was versteht man da unter Dichte, was kommt auf uns zu. Darum ist auch, muss man sich nicht wundern für die Umfrage, ist ja logisch, oder? Also Dichte, ja klar, wir müssen irgendwo zusammen, aber ja, bei mir nicht, weil das ist irgendwie, hat mit Veränderungen zu tun. Und wir müssen mit unserer Gesellschaft, eine Vertrauensbasis, ein Verständnis aufbauen, dass man vom Gleichen reden tut. Und wir reden von Qualitäten. Qualitäten. Der Einfamilienhäuslebesitzer, ich wohne jetzt immer in einem Einfamilienhaus, der kann sich vielleicht erst im Alter sich vorstellen, einmal ein bisschen dichter zu wohnen, vielleicht eine Eigentumswohnung oder eine Mietwohnung zu haben, wenn er einen schönen Umschwung hat. Die Bauern sind natürlich anders, die haben viel mehr Land um sich herum. Dass man sich verändert. Nein, gar nicht. Dass man sich von der Qualität eben rein nicht nur vom nach anrutschen, sondern von der Bauqualität, von der sozialen Qualität, die drin hineinspielen muss, von der Durchmischung von so einem Quartier. Und genau diese Frage wird jetzt hochaktuell in Bülach, Bülli Nord, diskutiert. Ich bin die letzte Woche an einer Veranstaltung dabei gewesen, wo man da geredet hat. Und das ist ganz wichtig. Es ist ganz wichtig, dass man sich vorstellen tut und weiss, um was das da geht. Das ist mir also wirklich wichtig. Ich will noch ergänzen. Das Thema Akzeptanz Also ich noch mal eine Ergänzung. Uns geht es nicht darum, das wird häufig dann auch jetzt falsch verstanden, dass wenn wir 280.000 Einwohner dazu bekommen, dass wir jetzt jedes Quartier irgendwie massiv verdichten müssen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Sondern wir müssen da schauen, wir haben das ja auch gesagt, wo wir die besten Voraussetzungen haben. Das ist zum Beispiel in Bülach Nord oder in Regensdorf um den Bahnhof sind wir daran, ein großes Quartier mit der Gemeinde oder die Gemeinde zu entwickeln. Wir unterstützen sie dabei. Das sind Standorte, wo wir wesentliches Bevölkerungspotenzial auch auffangen können, wo es dann wirklich auch eine gute Erreichbarkeit gibt. Und es geht nicht darum, dass wir das Einfamilienhausquartier in Seuzach oder in Fungen oder so jetzt unter Stress setzen und sagen, da retten wir quasi die Einwohnerentwicklung des Kantons. Das braucht keine Quantensprünge. Sie müssen sich einfach mal vorstellen, der Kanton Zürich ist genauso groß wie Groß-London. Ne? Und in Groß-London wohnen 10 Millionen Leute. Und bei uns reden wir davon, von 1,44 jetzt auf 1,7 dann vielleicht anzuwachsen. Das sind keine Quantensprünge. Das ist nicht
Hongkong, das ist nicht mal London, das ist nicht mal Frankfurt. Wir sind in ganz anderen Dimensionen und da entsteht einfach ein falsches Bild. Auch die 200.000 Einwohner, die jetzt dazugekommen sind. Ich weiß nicht, wie Sie es empfinden, aber es ist ja nicht so, dass der Kanton jetzt irgendwie auf den Kopf gestellt worden ist. Und wir haben die Potenziale, wir haben sie vielleicht nicht immer an den richtigen Standorten. Das wird die große Herausforderung in den nächsten Jahrzehnten sein. Wie schaffen wir die Potenziale? Das ist ja Abbildung, die Herr Regierungsrat Graf angesprochen hat, auf Seite 25 ist sie, glaube ich, wo Sie sehen, wenn wir es nur im grünen Bereich, also in den grünen Handlungsräumen machen müssten, da müssten wir überhaupt nichts machen, da sind große Potenziale vorhanden. Die Herausforderung ist, dass wir um die Standorte eben, die gut erschlossen sind, die Dichten jetzt etwas raufsetzen, dann werden wir auch 280.000 Einwohner ohne große Bremsspuren irgendwie unterbringen. Also einfach, dass Sie das mitnehmen, es ist nicht die Herausforderung, jetzt irgendwie alles auf den Kopf zu stellen. Also ich würde das betonen, auch im Bild, man tut nicht den Kanton Zürich zubauen. Und zwar haben wir die Antwort bereits im Richtplan gesehen. Den Kanton Zürich vergleiche ich immer mit einem Gesicht, mit Runzeln, mit Eigenheiten, mit Falten, mit Grübli. Und das Zürich-Oberland muss Zürich-Oberland bleiben. Das Wieland soll das Wieland die Eigenheiten, die Schönheiten bewahren können. Aber wir haben Räume bezeichnet, dort, wo eine Entwicklung stattfinden soll. Und wir haben gesagt, 20% sollen das außerhalb von der urbanen Gebiete stattfinden. In den urbanen Gebieten soll 80% der Zunahme aufnehmen. Danke. Ist noch eine weitere Frage, gerade, die sich aufdrängt? Ja, Herr Natruf. Vielleicht noch eine Ergänzung. Sie sehen hinten im Bericht sind 14 Studien erwähnt. Die sind jetzt alle aufgeschaltet, jetzt in den nächsten Tagen ist schon alles aufgeschaltet. Das sind die Logistikstandortkonzepte, diese Akzeptanz der Dichte, all das, was erarbeitet worden ist. Also wenn Sie vertiefte Informationen wollen, müssen Sie sich vor allem diese Studien dann anschauen. Ja, danke noch für die Ergänzung. Auch der Gesamtbericht ist selbstverständlich aufgeschaltet im Internet und zugänglich für vertiefte Studien. Wenn jetzt nicht noch etwas dringend ist, würde ich die Medienkonferenz schließen. Ich danke vielmals fürs Interesse und wünsche allen einen guten Tag und gute Berichterstattung. Merci vielmals.